Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute geht's mal weiter mit meinem Frage-Antwort-Spiel und zwar möchte ich heute mal auf die meistgestellte Frage eingehen, wieso ich zwei Bassdrums vor mir stehen habe und dennoch ein Doppelpedal spiele. Ja, es gibt die Single-Pedal-Fanatiker und natürlich auch die Double-Pedal-Fanatiker. Rein stilistisch ist das erstmal vollkommen irrelevant. Also es hat nichts mit dem Musikstil zu tun, ob ihr jetzt im Pop-Rock, im Metal, im Jazz oder auch im Fusion zu Hause seid. Darum geht es bei dieser Sache eigentlich nicht. Gehen wir mal auf die Bassdrums ein. Ich habe zwei Bassdrums vor mir stehen, weil es erstmal in der Metal-Welt, im Metal-Business gang und gäbe ist eigentlich. Ich bin 80er-Kind, also geboren in den 70ern, aber in den 80ern mit dem Musikstil groß geworden. Und dann haben sehr viele angefangen, zwei Bassdrums hinzustellen wegen dem Aufbau. Es sieht cooler aus. Ich habe sogar vier davon, die leider jetzt nicht zu sehen sind. Das ist natürlich alles übertrieben. In dem Fall hat es aber meistens was mit der Optik zu tun. Bei meiner Ex-Band, bei Rage, war es halt so, dass wir nur zu dritt waren. Wir waren ein Trio und ich fand, dass so ein großes Mega-Schlagzeug auf der Bühne, was ich natürlich auch alles benutzt habe, was da dran hing, auch cool ausgesehen hat. Ne? Also da sind wir jetzt einfach mal bei dem Aspekt Aussehen. Vor Jahren war es so, dass ich mit meinen Bands unterwegs war auf Festivals und oftmals auch Rental-Backline dort war. Was bedeutet das, dass man die Sachen immer gemietet hat oder der Veranstalter hat die Sachen gemietet und hat die bereitgestellt. Ich bin dann halt immer mit meinem Pedal durch die Weltgeschichte geflogen und hatte immer mein eigenes Doppelpedal dabei. Weil das einfacher zu handeln war, da es nicht auf jedem Festival zum Beispiel zwei gleich klingende oder auch aus derselben Serie stammenden Bassdrums gab. Teilweise waren es kleinere Festivals, da ist das mit der Backline immer so ein Problem. Und dann seid ihr einfach erstmal mit einem Doppelpedal auf der sicheren Seite, weil eine Bassdrum ist definitiv immer da. Und der Rest des Schlagzeuges hat ja dann letztendlich mit dem Pedal nichts zu tun. Ob es jetzt nur ein Case ist oder zwei Cases, die ihr mit euch durch die Gegend tragt. Cases sind diese Transportboxen, wo ihr die Pedale reinpacken könnt. Ist eigentlich auch erstmal irrelevant. Viel wichtiger war es einfach, dass man sein eigenes Pedal dabei hatte. Und was ich sehr wichtig finde nach wie vor, ich fliege also heute oder fahre immer mit meinen eigenen Pedalen oder mit dem Pedal durch die Gegend und habe das auch immer dabei, weil es auf mich eingestellt ist. Also, das war der Punkt jetzt mit dem Aussehen und auch Festivaltauglichkeit. Wenn man natürlich in größeren Bands spielt und sein eigenes Schlagzeug mitnehmen kann, und das kommt ja auch häufig vor, dann kann es natürlich auch auf Single-Pedale herauslaufen. Ich kann beides empfehlen. Das heißt, ich möchte euch also in diesem Video nicht sagen, dass Singles besser sind oder auch Doubles. Das ist alles Geschmackssache. Und ich habe mich vor Jahren halt auf ein Doppelpedal eingeschossen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, warum ich ein Doppelpedal benutze, ist, dass man nur ein Signal hat. Ich bin ein Schlagzeuger, der noch nie in seinem Leben getriggert hat. Ich spiele alles so, wie es meine Power, meine Kraft, meine Füße hergeben und biete natürlich dann auch meine Signale an, das heißt vom rechten und oder auch vom linken Fuß. Das ist halt bei beiden Füßen, die Technik ist bei mir identisch. Ne, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Man hat halt ein Signal von einer Bassdrum. Jetzt ist es so, dass die neuen Pedale von der Anordnung her der Schläge von dem Doppelpedal mittig sind, dass die Bassdrum mit beiden Füßen identisch klingt.
Jetzt kommen wieder garantiert Kollegen von mir um die Ecke und sagen, ja, aber es ist ja immer ein Schlägel vorne und der zweite Schlägel bremst den Schlag dann so ein bisschen ab. Sorry Jungs, ich muss euch direkt alle bremsen. Ab einem gewissen Tempo interessiert das kein Menschen mehr. Die Bassdrum ist sowieso mit einem Gate eingestellt und wird dann nochmal von einem Soundmann mit ein bisschen Hall und wie auch immer alles verfeinert. Auch an der Stelle, es ist meine persönliche Meinung, ich finde, dass dieses Argument, kein Doppelpedal zu spielen, weil man die Schläge abdämpft, finde ich vollkommen aus der Luft gegriffen. Also bei mir hat es noch nie irgendeinen Einfluss auf den Sound genommen. Aber auch da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren und mich unten mit euren Kommentaren gerne bombardieren. Ich antworte auf alles, bin auch über jede Anregung, wirklich freue ich mich. Vielleicht sieht das auch einer unter euch ein bisschen anders. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Bei Singlepedalen ist es halt so, dass ich auch lange Singlepedale gespielt habe, aber die Bassdrums, egal ob die aus derselben Serie sind, dieselbe Größe haben, dieselbe Fellen drauf sind und so weiter und so fort, man bekommt die nie hundertprozentig gleich hin. Das kann mir keiner erzählen. Viele mögen es auch, dass sie ein bisschen unterschiedlich klingen. Das wiederum lasse ich gelten. Aber man bekommt die Bassdrums bei aller Liebe nie gleich hin, weil ich behaupte mal, das Holz zweier Bassdrums, das ist ähnlich aus demselben Baum. Es wurde wahrscheinlich unterschiedlich lange gelagert, getrocknet, verarbeitet und es kann einfach nicht gleich klingen. Es ist ähnlich wie bei Gitarren, dass keine Gitarre klingt wie die andere, ob das jetzt dieselbe gleiche wie auch immer ist. Das Holz tönt immer anders und so ist es natürlich beim Schlagzeug auch. Ich kenne sogar Schlagzeuger, die zu Firmen hinfahren und sich die Schlagzeuge, die Toms, nach dem Sound zusammenstellen, weil es halt wirklich Soundunterschiede im Holz gibt. Kommen wir wieder zurück zu Double oder Single. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und das war eigentlich der allerwichtigste, der mich dann irgendwann dazu gebracht hat, ein Doppelpedal zu spielen, war der, dass wenn man auf einem Festival spielt mit seiner Band, auch immer an den Monitor-Sound denken muss. So, was ist Monitor-Sound für alle diejenigen unter euch, die da noch nie was von gehört haben? Man hat, in der heutigen Zeit gibt es natürlich In-Ear, man hat Kopfhörer. Viele Bands haben auch noch Monitorboxen auf der Bühne. Das sind so große Boxen-Stacks, die stehen neben einem, hinter einem, an der Seite, wo man seine Mitmusiker und sein eigenes Schlagzeugspiel drüber hören kann. Es gibt Monitorleute auf der Welt, die sind richtig gut, die machen dir einen CD-Sound, das alles gleich klingt. Aber dann stell dir einfach mal vor, du spielst auf irgendeinem Festival, wo halt ein Monitormann arbeitet, der schon den ganzen Tag da sitzt und auch nicht mehr zu später Stunde so richtig motiviert ist. Und stell dir einfach vor, dass die linke Bassdrum lauter zum Beispiel abgemischt ist als die rechte. Das würde dann so klingen. Wenn man jetzt zählt, werdet ihr merken, in so einem Soundwust auf einer Bühne, der ja mal passieren kann, kann man durchaus dann diese 16. oder Offbeat-Bassdrum, sprich die linke, auch als 1 titulieren. Das wiederum heißt, dass eure Mitmusiker vollkommen durcheinander kommen, weil sie nicht die Eins finden im Song. Und das kann durchaus für tierische Verwirrung sorgen. Und da habe ich mir überlegt, was kann man dagegen machen? Es gibt natürlich die Möglichkeit und es gibt auch die Bands, die das Budget haben, einen eigenen Monitor mal mitzunehmen. Das ist auch cool. Ich hatte auch schon die Freude, so auf Tour zu sein. Es geht halt aber leider nicht immer. Und da habe ich mir überlegt, ja, man hat das Problem mit den Bassdrums, ist nur eine oder zwei da, Double Pedal, eine Bassdrum kann ich damit bedienen, definitiv. Und dann geht es auch um den Sound. Ich bin der Meinung, für mich war es immer am coolsten, mit dem Doppelpedal zu spielen, weil ich dieses eine Signal habe und auch ein fremder Monitormann, der die Band nicht kennt, die er da gerade abmischt, sondern fürs Festival arbeitet, auch
nur ein Signal hat. Und das kann man an- und ausmachen. Punkt. Wenn jetzt aber rechte, linke Bassdrum unterschiedlich laut sind, wie ich gerade schon erklärt habe, dann kann man leicht die Orientierung verlieren. Und es ist für einen selber dann feelingtechnisch auch nicht so wirklich toll. Bei der Studioarbeit zum Beispiel kann man hergehen und kann sich die Zeit nehmen, mit Singlepedalen zu spielen oder auch mit einem Doppelpedal. Ich habe mit beiden Sachen schon gearbeitet und es gibt für alles ein Pro und Contra. Ich möchte nur ungern meine zweite Bassdrum abbauen. Deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen. Habe natürlich extra bewusst damals meinen Kanal auf Deutsch angefangen. Wenn eventuell ein deutschsprachiger Engländer oder Japaner oder vielleicht auch Amerikaner unter euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach für unsere englischsprachigen Freunde einfach mal unten die Untertitel eingebt. Würde mich tierisch freuen, wenn da mal einer mit anfängt, weil ich auch unheimlich viele Anfragen aus dem Ausland bekomme. Nur funny ist einfach viel, viel cooler, die ganzen Sachen auch mal auf Deutsch zu machen. Es gibt unheimlich viele Kollegen, die das auch machen, die das auch super machen. Aber für mich ist es einfacher, so zu reden, bevor ich auf Englisch irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, das war es eigentlich letztendlich erstmal zu dieser Frage-Antwort-Thematik Single oder Double Pedal. Also Aussehen, Sound, Monitor-Sound und ja, wenn ihr auf Festivals spielt, einfach eine bessere Möglichkeit habt, weil es halt nicht immer zwei gleiche Bassdrums gibt. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und ich hoffe, ich konnte damit eure Frage erstmal anständig beantworten. Falls ihr dennoch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren irgendwas hinterlassen. Macht einen Daumen nach oben oder von mir aus auch zwei Daumen nach unten. Des Weiteren habe ich noch einen Haufen coole Lehrtutorials für euch auf meiner Homepage in meinem Shop. Kommt einfach mal vorbei bei www.andrehilgers.com und auch da würde ich mich freuen. Vielleicht hinterlasst dort einen Kommentar, schreibt mir eine Mail. Wenn ihr auch noch die Möglichkeit oder Bock darauf habt, mich persönlich kennenzulernen, dürft ihr mich natürlich auch gerne anmailen und mich in meiner Schlagzeugschule Teiltrams in Paderborn besuchen. Ja, das war es erstmal für heute. So viel zu Single und Double Pedal. Hat mich gefreut und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Euer André.